Meine Leute, Seppelin hier. Heute geht's mal was, was mich persönlich einfach nur noch abfuckt. Und zwar, warum sind alle gegen Product Placements? Ich verstehe einfach den natürlichen Hass gegen sie nicht. Ich weiß nicht, woher es kommt, dass so viele Leute sich abfucken, wenn irgendjemand eine bezahlte Produktplatzierung macht. So, ich sehe nicht, warum es schlecht für dich als Person wäre, wenn jemand ein Produkt bewirbt, das wodurch er dann Geld bekommt, wodurch du mit deinem Aufruf ihn quasi noch unterstützt, sodass er mehr von dem Content machen kann, den du eh gerade schaust. So, solange die Videos und die Product Placements ansatzweise zusammenpassen, ist das für mich überhaupt kein Problem, wenn du einfach ja, dein Ding damit machst. So, du kannst von mir aus Product Placements machen. Es ist halt nur ein bisschen dumm, wenn du als Beauty-Channel auf einmal Raid Shadow Legends gesponsert wirst. Da das ein bisschen seltsam rüberkommt, wenn du auf einmal irgendwelchen Gaming-Scheiß promotest als Schminktusse. So, andersrum genau das gleiche. Wenn ich als Gaming-Channel irgendwie das neue Axe-Deo-Spray bewerbe, das hat nicht so viel miteinander zu tun. Da werden auch deutlich weniger Leute darauf anspringen. Und das ist halt auch allgemein dann eine Sache, die dich quasi aus deinem Kosmos rausreißt, da du eigentlich, so zumindest bei den Großteilen aller Kanäle, auf einem Thema fokussiert bist. Und wenn du auf einmal was komplett anderes sponsorst, ist es halt komplett dumm und ist halt einfach nur noch Abfuck. Zumindest meiner Meinung nach ist es einfach dann nicht wirklich intelligent, so ein Product Placement anzunehmen, da du quasi einfach nur deine Zuschauerschaft vergraulst und es einfach nicht in das gesamte Bild deines Kanales passt. So, ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. Das ist jetzt nur so ein kurzer Rant, nenne ich es mal. Es ist jetzt nichts großartig Schlimmes. So, ich bin für Product Placements persönlich zwar, aber naja, solange du nicht irgendwas komplett Sinnloses, nicht zu deinem Kanal passendes machst, ist das komplett okay. Das ist das Fazit des Videos. Dann haut rein, deabonniert mich, entbindet die fucking Glocke, disliked meine fucking Videos und jetzt.